Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen bei SimRace TV am Montagabend hier zur Übertragung des siebten Laufes zum German SimMod Foundation Cup auf gt3-cup.net. 21 Piloten am Start und wir befinden uns im Motopark Oschersleben. Mickey Maus, Holperstrecke, Kopfsteinpflaster, alles schon gehört. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine der mittlerweile bekanntesten deutschen Rennstrecken. Und ja, im wunderschönen Ostdeutschland gelegen, in Sachsen-Anhalt, zwischen Halle und Magdeburg. Und eher Richtung Magdeburg. Ja, und wir werden mal sehen, was uns die Piloten hier heute Abend bescheren. Ganz sicher ist, Jens Burkhardt kommt noch. Momentan bin ich noch alleine. Er sagte um 19.18 Uhr, er müsste noch seine Tochter ins Bett bringen und wäre dann 20 Uhr da. Also fleißiger Papa, das muss man mal sagen. Jetzt weiß ich nicht so ganz genau, ob er noch eine Tochter machen wollte oder ob er nur die schon vorhanden ins Bett bringt. Also werden wir sehen, werden wir wahrscheinlich gleich hören von ihm. Alles klar. So, wir befinden uns im ersten Qualifying. Das läuft dann auch noch 15 Minuten. Danach gibt es dann ein zweites Qualifying und ja, hier ist die ganze Ankündigung dazu. So sieht das hier aus und ganz ehrlich, nach dem Wochenende freue ich mich auch wieder auf den GT3 Cup. Das muss man ganz klar sagen. Am Samstag haben wir ein hammergeiles Rennen gesehen in der GT1 Langstreckenserie, wo ja auch GT3-Autos gefahren werden. Allerdings nicht nur ein Modell, sondern ganz, ganz viele verschiedene. Und mit Harald Galinis zusammen, es war sehr, sehr spannend. Nur das Rennen, auch die Erzählungen von Harald waren wirklich vom Feinsten. Also da haben wir ganz, ganz viele tolle News gehört. Wer sich das alles nochmal anschauen möchte, kann das tun in der SimRace TV Library auf www.owcl.net. Otto Wilhelm Cäsar Ludwig.net. Und dort ist, wie gesagt, die Mediathek von SimRace TV zu finden und das müsste auch noch mit auf der Startseite dort irgendwo zu finden sein. Es waren sehr, sehr viele Broadcasts am Wochenende. Ja, und gestern Abend durfte ich dann dabei sein, als die Firma Sackschwitze.com ein ALMS-Rennen in St. Petersburg fuhr mit 38 Fahrzeugen in zwei Klassen. Es war die Hölle. Und allerdings mal sehr, sehr spannend zu sehen. Und für diese Strecke in dieser Konstellation, dass dann trotzdem noch einigermaßen überschaubar oder einigermaßen stattliche Anzahl von Fahrzeugen ins Ziel gekommen ist, das ist aller Lobes wert. Also großartig, großartige Geschichte. So, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen verhaspelt. Das liegt daran, dass ich irgendwo meinen Kaffee... Ach, hier ist er. Mensch. Ja. Genau, ich nehme jetzt erstmal einen Schluck und dann geht das hoffentlich ein bisschen, dann stolper ich nicht mehr so über die Zunge. Ja, so, liebe Freunde. Wollen wir uns mal hier einmal suchen. Genau, Angie König steht erstmal vorne mit einer 1.26.191. Vorhin im freien Training ist er eine glatte 1.26.000 gefahren. Das ist so der Super-GAU für jeden, der auf
Hotlap-Jagd geht, beziehungsweise der richtig Zeiten reinhauen will, da ist es natürlich, die 25 nicht geknackt zu haben, das ist natürlich dann bitter. Ich habe allerdings noch nicht in unsere Hotlap-Listen geguckt. So, spätestens seit dem vorletzten Rennen hier im GSMF Cup ist Stefan Karnetz auf einem, ja, wie soll man sagen, Performance-Trip. Der Junge, weiß ich nicht, was der da zu sich nimmt oder was ihn... Er ist jedenfalls wieder zu alter Form aufgelaufen. Er hatte im letzten Rennen auf dem Nürburgring, beim Sprintrennen, hatte er mehr oder weniger die Chance, sogar einen Lauf zu gewinnen. Also da war er auch an den Superstars, König und Rambo, richtig dran, war da mit von der Partie. Also werden wir mal abwarten. Heute steht er auch zwischen den beiden und fährt jetzt hier gerade mal eine Zeit. Wir kümmern uns natürlich dann gleich um den 10. Platz, der hier das Entscheidende ist. Genau, hier haben wir diese wunderschöne Verkehrsinsel, was auch immer dieses Ding da sucht. Aber es ist sehr, sehr nervig. Dazu kommt, wir haben hier heute... Wir haben heute hier ein... ja, wie soll ich sagen? Ja, ich hatte es schon erwähnt, Straßenpflaster. Also es ist unglaublich wellig hier. Die Piloten haben alle Hände voll zu tun, ihre Autos auf der Strecke zu halten. Und ja, wir werden gucken, was hier passiert, was da geht oder was nicht geht. Auf alle Fälle wird es mit Sicherheit ein spannendes Rennen. Ihr seht das sicherlich, wenn das ein oder andere Auto hier mal so über den Körper rüberhaut, dann ist das schon kann man schon sehen, wie das Ganze hier... Und Stefan Karnitz hier im zweiten Sektor, Bestzeit. So, jetzt kommt er hier aber in Verkehr. Da wird ihm Platz gemacht. Ich hoffe, er hat sich jetzt da nicht irritieren lassen. Also, wenn er die Zeit reinbringt, dann ist es die erste 25 hier am heutigen Tag. Nein, reicht nicht ganz. Aber er steht vor Andrzej König und das ist ja schon mal ein Brüller. So, ich denke mal, da wird sich der Herr König hier in Kürze aus der Box bewegen. Das ist er nicht gewohnt. Normalerweise fährt er hier eine Runde und dann steht er in der Box und ja, trinkt Bier. Vielleicht trinkt er jetzt auch gerade Bier. Aber, und wenn er wiederkommt, wird er voller Schrecken feststellen, dass er hier nicht auf 1 steht. Allerdings ist das auch nicht so unbedingt nötig, hier auf 1 zu stehen, weil die Top 10 ins Quali kommen. Top 10, logischerweise. Ja, die Top 10 kommen ins Top 10 Quali. Genau, die 10 Besten fahren das zweite Qualifying dann. So, und momentan um den 10. Platz streiten sich hier momentan so ein bisschen Daniel Lange-Hegermann. Der ist nämlich auf der 10. Und Felix Appelt, der dritte Fahrer von First Row Competition. Das ist das Team von Alex Rambo und Andrzej König. So, Mirko Wenzel ist noch nicht ganz so auf der Performance, die man von ihm kennt. Es kommt vielleicht noch. Also zumindest ist er ein klarer Kandidat für die Top 10. Heinz bleibt bei Platz 12. So, wen haben wir jetzt noch? Fährt hier der Felix nochmal raus. Gucken wir mal, Micha Würz auf der 10. Mike Kolosche ist auf die 10 gefahren. Mike Kolosche ist auf die 10 gefahren und Daniel Lange-Hegermann mittlerweile auf der 8 angekommen. Mario Schili auf der 9. Black Forest Racing. So, und der Mike Kolosche fährt hier für das KA Race Team. Und ich sage herzlich willkommen und ich hoffe, das Kind schläft jetzt. Jens Purkott, grüß dich. Ja, spät, aber er kommt. Ja. Hallo Lutz, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, die Kleine wird schlafen, meine Frau ist jetzt da, wird sich auch kümmern. Ich wollte mir den heutigen Abend hier nicht entgehen lassen. Genau, genau. Na, nach einer Dreiviertelstunde sollte so ein Kind schlafen, denke ich mal, oder? Also spätestens mit Valium dann, oder?
Nussschnaps kann ich empfehlen. Schnaps, ah, Nussschnaps, okay. Gut, sehr cool. Ja. Ja, momentan noch nicht viel Nennenswertes passiert, außer der Tatsache, dass Stefan Karnes auf Pol steht und Andrzej König wahrscheinlich, so wie es gewohnt ist, eine Runde fährt und dann erstmal irgendwie wieder zu Omi geht und das wahrscheinlich gar nicht schnallt. Und, ja, habt ihr schon gesehen, habe ich riesen Spaß dran, weil das bedeutet natürlich ein bisschen mehr Spannung und dann nicht so eintönige Rennen. Wollen wir doch haben. Ja, das wollen wir haben, das bekommen wir ja sowieso, das kriegen wir ja frei Haus hier, das muss man noch nicht mal bestellen. Aber auch der Alex hier mit einem schönen Überbremser. So, aber auf der Position 10, Mike Kolosche, der ist da nach wie vor, geht jetzt nochmal auf eine schnelle Runde, würde wahrscheinlich gerne nochmal so wenigstens 9., vielleicht sogar 8. Platz haben wollen, um hier einigermaßen safe zu sein fürs zweite Quali. Weil dahinter sind noch ein paar Leute, nämlich zum Beispiel Micha Wirz und auch Mirko Wenzel. Mirko Wenzel normalerweise regelmäßig in den Top 10. Der hat aber... Bitte? Ich sehe das hier schon wieder von Platz 8 bis Platz 13, irgendwie wieder nur 4 oder 5 Zehntel, das ist ja unglaublich. Ja. Naja, und da ist es halt dann auch wirklich ganz schnell mal passiert, dass man, wenn man da auf 10 steht, dann auch mal kurz vor Ende dann noch da rausgeschossen wird. Mirko Wenzel fährt jetzt hier langsam, obwohl die Zeit läuft. Gut, der wird wissen, warum. So, Felix Appelt noch auch noch nicht so wirklich hier, aber die Zeit, wenn er die nach Hause, die Zwischenzeit, wenn er die nach Hause fährt, dann würde es passen für die Top 10. Der Felix hat eine ganz schön an Performance gewonnen im Laufe der Saison. Er war am Anfang ja immer ziemlich weit hinten, im Gegensatz zu seinen beiden Teamkollegen, und der kommt aber so peu à peu immer weiter nach vorne, habe ich so das Gefühl. Ja, der muss sich ja auch nicht so wirklich um die Teampunkte kümmern. Also der kann ja erstmal wirklich hier fahren, um zu lernen. Das ist eine feine Sache, wenn man hier nicht unter dem Druck steht, fürs Team noch irgendwelche Ergebnisse einfahren zu müssen, weil es kommen nur zwei Fahrzeuge eines Teams in die Wertung, in die Teamwertung. Von daher, das machen seine Kollegen regelmäßig. Ja, und da hast du natürlich auch perfekte Lehrer, ne? Da kannst du dir viel abgucken. Richtig, genau, genau. So, Fred Donke hier auf der 14, wenn ich das richtig sehe. Ne, 15 ist das. Aber wir gucken mal jetzt trotzdem nochmal auf die 11, weil jetzt würde ich meinen, das wäre der Mike Kolosche, der bereits jetzt schon... Ne, das ist jetzt der Micha Wirz immer noch. Ah, das ist der Teamkollege. Vom KA Race Team. Habe ich bis heute nicht rausgekriegt, ob man jetzt KA sagt. Oder nicht? Ja, oder? Hilft nur eins, die Jungs müssen schneller fahren, dass wir sie im Interview haben. Genau, genau. Oder einfach mal so fragen. Ja. So, schauen wir mal noch mal eine Runde zu Mirko Wenzel. Der müsste jetzt hier... Nee, das wird nix. Das wird nix. Gut, er hat gesagt, er ist hier nur 8 Runden im Training gefahren vorher. Und er hatte vorhin ein totales Phänomen, das wollte ich mich gerade erzählen, als du mir sagtest, du brauchst noch ein Stück Software. Und er war auf dem Server, als ich den war in der Crit, als ich den Server neu gestartet habe, und war aber nicht da. Und als er zurückkam, war er in der Lobby, sein Spiel war auf Englisch, der Support-Ordner fehlte danach komplett, und also da, wo die Sprachen hinterlegt sind, und auch sein Profil war gelöscht. Aha. Also wieder mal etwas komplett Neues, was ich noch nie gehört habe. Der R-Faktor hört wirklich nicht auf, uns in ja fast schon regelmäßigen Abständen immer mal so eine News unterzujubeln. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass der John Kameida in seinem Bürochen da sitzt und dort immer mal irgendwie still und heimlich über irgendwelche Lobbys oder auf irgendwelchen anderen Wegen irgendwelche Updates verteilt, um die Leute zu ärgern, damit sie alle R-Faktor 2 kaufen oder so. Ja, aber so bleibt man im Gespräch. Ne? Wenn nichts passieren würde, würde keiner mehr über R-Faktor reden. Ja, tut sowieso bald keiner mehr, wenn es so weitergeht. Also ja. Von daher, ja. Was eigentlich grundsätzlich wirklich schade ist. Man, das Ding hat uns jetzt 6-7 Jahre wirklich Spaß gemacht. Da hätte man eigentlich mehr erwartet. Ja, das ist richtig. Und ich denke mal, ein weiteres Jahr Verzögerung mit dem ersten Release hätte mit Sicherheit weniger kaputt gemacht als das, was man jetzt tut.
Hätte ich glaub, auch Ärger gegeben, aber mit Sicherheit nicht solchen wie Moment. Ja, das Grundkonzept passt einfach nicht. Der Grundgedanke ist löblich, aber es funktioniert nicht. Ja. So, Kolosche jetzt. Ja, es bleibt ein. Er verbessert sich auf 9. Und somit jetzt Mario Schili hier in der Pflicht, seinen 10. Platz zu verteidigen. Wir gucken mal auf die 11. Da fährt immer noch Micha Würz. Und auf der 12 nach wie vor Mirko Wenzel hier mit abenteuerlichen Zwischenzeiten. Aber jetzt kommt er hier gerade nochmal über Start und Ziel. Und wenn einer diese Strecke hier kennt, dann sicher er. Also nicht, dass er da aus der Gegend käme, aber er ist hier unglaublich viele Rennen gefahren. Ja, das war schon mal wieder nichts. Also ich glaube, der hat hier Probleme mit dem Lenkrad, so wie das aussieht. Ich glaube, das beschränkt sich nicht nur aufs Lenkrad. Also da passt auch gerade der Bremspunkt noch nicht so richtig. Dem fehlen, glaube ich, einfach wirklich Runden. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Also die Strecke ist hier unglaublich uneben. Ob die in der Realität so uneben ist, weiß ich nicht. Aber guckt das an hier. Das Auto hebelt es hier wirklich aus. Das ist unglaublich. Und der... oh Gott, der driftet ja mehr, als was er hier fährt. An der Tribüne, die jetzt in seinem Rücken ist, habe ich letzten Sommer gesessen, die genau die jetzt sehen kannst, hinten vor Kopf. Mhm. Habe mir die DTM angeschaut. Also was mir aufgefallen ist in Oschersleben, du hast einen unglaublichen Weitblick. Du kannst ja bis auf anderthalb Kurven, die letzten beiden, kannst du das ganze Feld überblicken, die ganze Strecke. Das ist schon echt irre. Ja, es ist eigentlich eine wirklich gute Rennstrecke. Also man... Gut, es ist nun kein Highspeed-Kurs, aber man hat schon auch doch ziemliche... Also die hier Start und Ziel und dann die Gegengerade, da hast du schon einiges an Speed, der da geht. Gerade in der DTM könnte ich mir vorstellen, geht es da richtig ab. Ah, diese schnelle Schikane, das war schon eine Show in der DTM. Also ja. War direkt so vor meiner Nase, als da der eine Dämpfer durchgeschlagen ist. Das hat fürchterlich geknallt. Also das war schon eine tolle Sache da. Ja. So, Robert Stratner ist auch dabei auf Platz 6. Achim Krause sagt, das kann ich gar nicht wiederholen, was der gesagt hat zu dieser Strecke. Dementsprechend steht er da auch auf 7. Okay. Mario Schili auf der 8, der hat sich verbessert. Daniel Lange-Jägermann auf der 9 und ja, der Mike ist wieder mal auf Platz 10 durchgereicht worden. Dadurch, dass sich der Mario Schili da verbessert hat. Aber reicht ja noch. Es noch reicht es. Und Micha Würz macht hier scheinbar auch keine Anstalten, hier den Mike zu verdrängen. Und so wie Mirko hier unterwegs ist, halt ich so. Der hat irgendwas verloren, der scheint irgendwas zu suchen, so jenseits der Strecke. Ja, ja, genau. Ja, gut, der ist hier, ja, der ist hier weit weg. Ich befürchte, da wird nicht allzu viel gehen. Die Zeit ist jetzt auch abgelaufen und da geht auch keine neue Runde mehr. Also das ist... Ja, ich glaube, das war mehr Absicht jetzt hier. Jetzt hat er einfach mal versucht, was kann ich denn hier noch driften? So, wir haben ein Ergebnis im ersten Qualifying. Und zwar, Stefan Kahne steht auf Platz 1, auf der 2 Andrzej König, auf der 3 Alex Rambo. Platz 4 für Andreas Oehrlich, auf der 5 kommt hier gerade in die Box der Jörg Komani. Auf der 6 Robert Stratner, auf der 7 Achim Krause, auf der 8 Mario Schili. Platz 9 für Daniel Lange-Jägermann, Platz 10 für Mike Kolosche. Das sind die 10 Fahrer, die wir jetzt hier sehen werden. Und im zweiten Qualifying, und da gehen wir jetzt hin. Ja, und ich verständige einfach mal eben. Und zwar haben wir da auf der 11 gleich im Rennen in der Startaufstellung den Michael Wirz, 12 Mirko Wenzel, 13 Sassmannshausen, 14 Felix Appelt, 15 Matthias Enke, 16 Fred Dunke, 17 Yves Mlekus, 18 Klaus Schaschek, 19 Jürgen Engelhardt, 20 Andreas Braun, auf der 21 Hans-Peter Malt, wieder ein volles Feld. Ja, so sieht's aus. Ich sehe gerade, wir haben hier höchstwahrscheinlich ein kleines Problem. In welcher Form? Der Server schaltet zu früh um. Ich habe vergessen, die Einstellung zu machen, dass man hier die Runde noch zu Ende fahren kann. Ich hoffe, das haut hin. Ah. Flix, wir haben ja eine neue Maschine hier und hier neu installiert, da habe ich noch nicht dran gedacht. Ich habe schon gemerkt vorhin, als wir das Quali starten wollten, dass das Quali
das erste Quali fehlte, also das Training 4 war nicht eingestellt in der PLR. Das konnte man schnell korrigieren, das ist kein Problem. Aber die Zeiten jetzt hier, das kann ich leider jetzt nicht mal einfach so neu machen. Gut, jetzt erstmal nichts ändern. Ich hoffe, dass es passt. Und jetzt mal einfach hier jemanden, genau. Ich bin mal ganz klein, im Moment. Ja, hier haben wir diese Schikane, die ich gerade angesprochen habe. Da werden wir gleich sicherlich tolle Bilder sehen, wenn die Jungs da schön eng hintereinander durchfliegen werden. Man hebt immer so ein bisschen ab von linker Curb, rechter Curb. Ah, schnelle Kurve, man muss da richtig reinbremsen. Man muss über diese Curbs drüber, Autos wird unruhig. Ah, das wird sicherlich toll werden. Ja, Stefan Karnitz auf der provisorischen Pole. Da bin ich ja mal gespannt, was der Andrzej König da noch irgendwie, ja, noch an Speed findet, weil ich glaube kaum, dass er das auf sich sitzen lassen wird. Alex Rambo ein bisschen weiter zurück als sonst. Da kann vielleicht auch nochmal was kommen. So, das haben wir jetzt hier so ein bisschen nochmal. Der Enrico geht jetzt mal durch die Channels und sagt das eben mal an. Und dass die Jungs hier nicht ihr Quali versauen. Also denken, die können in der letzten Runde noch eins fahren. Ja, gut zu wissen, ja. So. Hier sind wir jetzt bei Mike, der... Oh, König hat bereits die erste Runde gefahren und ist hier auch gleich nochmal mit einer 1.26.150. Das sind 7.000stel schneller als Karnitz vorhin für seine Polzeit. Das wird er wohl gesehen haben. Ich hatte noch spekuliert, wie viel der jetzt noch rausquetschen kann, weil ich nicht glaube, dass er sich mit P2 zufrieden gibt. Ja, genau. Und er ist vorhin im freien Training eines 26.000 gefahren. Okay. Gerade waren es 7.000 schneller als Karnitz, jetzt ist er 3.000 schneller als Karnitz. Also die beiden geben sich da vorne wirklich gar nicht. Aber guck dir jetzt mal den Robert Stratner an. Jetzt auf einmal nur noch 6/10 langsamer auf P3. Da war er vorhin weiter zurück. Ja, der Robert hat sich, ich sag mal, es ist ja kein... ein Geheimnis, er hatte ja so ein paar Diskrepanzen mit Andrzej König und das, was eigentlich diese Liga ausmacht, das ist auch hier passiert, hat sich mit ihm getroffen, Teamspeak, die haben sich ausgesprochen, alles ist gut. Also, ja. So, jetzt verstehe ich das hier nicht so ganz, was er mir jetzt gerade anzeigt. Achso, er hat eine schlechtere Zeit gefahren als die zuvor, okay. Genau. Ja, sowas gehört dazu. Man muss nicht immer lieb Freund sein, man muss miteinander klarkommen, man muss klare Worte sprechen können. Und wenn man sich danach wieder die Hand gibt, perfekt. Ja. So. Mal schauen, dass wir hier... Sachen kriegen. So, Karnitz 28.000stel zurück. Ja, ist unglaublich, was für ein gleichen Level die beiden hier auf dieser Strecke unterwegs sind. Das sind ja nur Wimpernschläge. Richtig. Und ich sag mal, Stefan Karnitz hat auch ein paar Punkte gut zu machen, weil er hat in der Meisterschaft noch nicht so wirklich hingelangt, so wie man das von ihm kennt. Also da sind noch etliche andere vor ihm, da kommen wir nachher im Warm-up dazu. Und von daher, aber so richtig was zeigen tut er eigentlich auch erst seit dem Nürburgring. Also da ist er das erste Mal so richtig aufgefallen in den beiden Rennen.
Im zweiten hat es dann leider gescheppert, aber da lag der Sieg eigentlich, hatte man ihm den schon so dargereicht. Platz 2, 7 Zehntel, das hat nicht so ganz geklappt, 26.875. Wir gucken mal, was macht Meister Rambo, weil der ist ja nun auch mit irgendwo in dieser Liga. Der ist da gar nicht, da ist immer noch Robert Stratner. Jörg Komani momentan auf der 4. Und ich drücke... Oh, guck dir das an, wie die Karre sich hier aushebelt über den Körb. Unglaublich. Also ich drücke ihm mal ganz doll die Daumen, dass er hier heute ein etwas besseres Rennen erlebt, als er das in den letzten Rennen hatte. Da war es ja dann oft mal so, dass das nicht unbedingt auch, also am wenigsten durch seine eigene Schuld, sondern da war er leider immer irgendwie involviert in irgendwelche zwei Zwischenfälle. So, Daniel Lange-Jägermann auf der 5, auf der 6 Andreas Oehrlich, auf der 7 Mike Kolosche, auf der 8 Mario Schili, auf der 9 Alex Rambo, da ist er. So, und der geht jetzt hier gerade auf seine erste gezeitete Runde. Ja, also der gehört, wenn der Kahn so schnell ist, mindestens in die zweite Reihe. Alles dahinter wäre eine große Enttäuschung. Ich denke mal schon, er wird hier um die erste Startreihe battlen mit Karnitz. Wahrscheinlich, ja momentan, kann man wirklich schwer sagen. Also, kommt drauf an, wie gut er hier klarkommt. Aber die drei battlen da einfach drum. Die fahren um diese Position da. Karnitz jetzt mit absoluter Bestzeit im zweiten Sektor. Mal gucken, was da passiert. Mal so, das wäre ja cool gewesen, wenn er die jetzt so durchgezogen hätte hier. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell hin zu Karnitz. Oh, er fährt an die Box, oder? Ja. So, er fährt jetzt raus, so wie das aussieht. Hat er Escape gedrückt, oder was? Hm. Hast du diese absolute Bestzeit im Lifetiming gesehen? Ja. Ja, okay, dann ist er da wahrscheinlich in der Runde in die Box gegangen. Wer weiß, wie schlecht der erste Sektor war. Was stimmt daran? Jetzt habe ich das wieder so stehen. Habe ich wieder einen ersten und einen zweiten Sektor da stehen. Merkwürdig. Naja, wird sich gleich wieder einspielen. Ja gut, aber da ist ja auch schon die Runde dazu. Jetzt ist es wieder leer. Naja. Gut, aber er ist nach wie vor nur 3000stel hinter Andrzej König. Also das ist schon ziemlich grandios. Gucken wir mal hier noch eine Runde bei Robert Stratner, was der so tut. Kommt jetzt gleich zur zweiten Zwischenzeit. Sechs Zehntel zurück, also da wird er sich keinesfalls verbessern. Da ist er schon über seiner Bestzeit, deutlich über seiner Bestzeit. Der Karnitz wird mir jetzt schon wieder an der Box angezeigt. Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Ja. Ja, der bleibt jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal drin. Ich glaube, da hinten steht irgendwie der Achim Krause vor Jörg Komani und lässt den nicht aus der Box. Ja, der Jörg hat irgendwie, keine Ahnung. Der kriegt einen besonderen Award im Laufe der Saison. Ja, der hat immer, irgendwo langt der immer hin. Ich meine, er kann nie was dazu, aber es ist. Ja. Ja, Alex Rambo jetzt bei dem nächsten Versuch mal eine ordentliche Zeit zu setzen. Ja, ist ihm auch gelungen, Platz 3. 1,26,574. Ja, mal schauen, wo der Robert landet. Oh, es ist weniger Russland als gerade. Ja. Aber es ist
vermuten, dass er hier im dritten Sektor nochmal vielleicht eine Zehntel liegen lässt oder so. Weil der dritte Sektor nicht mehr wirklich schwer ist. Platz 4. Okay. Hat er deutlich jetzt verloren. Reicht. Ja. So, gucken wir mal. Ja, da haben wir die beiden Herrschaften hier. Also weiß ich jetzt auch nicht, warum der Krause sich nicht in die leere Box daneben stellt. Unglaublich. Ja, vor allem ist der Krause noch keine gezeitete Runde gefahren. Ja, wer ist denn da hinter ihm? Wer ist denn das? Ah, Jörg. Aber der hat ja Gott sei Dank eine Runde. Würde aber vielleicht gerne nochmal fahren. Also kann mal irgendeiner den Krause mal hier was machen. Das ist so, genau, da haben wir den Jörg. Ja, vor allem merkwürdig, weil wie gesagt, der Achim hat zwei Sektorenzeiten, aber keine verendete Runde. Hat er wohl zweimal weggeworfen, ist wieder an die Box gefahren, aber wäre ja noch genug Zeit, noch eine Runde zu fahren oder eine Zeit zu setzen. Ja. Hier haben wir noch so einen Kandidaten, der sich im Quali eigentlich immer ziemlich zurückhält, aber am Ende irgendwie sehr oft aufs Podium fährt. Andreas Oehrlich. Schau mal ganz kurz auf Platz 1, was da für eine Zeit steht. Jetzt noch gar keine. Achso, 1:25.980, ja, ist er gefahren, genau. Also ist dann die 25, ist dann die Zeit gekommen. Also, upsala, jetzt kommen sie sich hier in die Quere, die beiden. Das war sicherlich so nicht geplant. So, Karnitz ist in der Box. So, ein Komani möchte gern raus. Das glaube ich ja nicht. Hier kommt immer so alle 5 Sekunden mal ein Stupser. Na, wahrscheinlich fährt er ihm rein, drückt wieder Escape, geht wieder raus. So, jetzt kommt er durch hier. So, wollen wir hoffen, dass das Auto jetzt nicht kaputt ist. Ja, das ist natürlich bitter. Also, gut, für die unsere Zuschauer, die da jetzt noch nicht so, die sagen, wie kann das denn sein? Also, das sind so kleine Widrigkeiten, die hin und wieder passieren. Allerdings sollte das hier auf dieser Strecke eigentlich nicht stehen. Getestet war es tatsächlich, aber gut, manchmal gibt es da Gegebenheiten, die sind einfach anders. Das Problem ist, ihr habt es wahrscheinlich ohne den Jörg getestet. Genau, und genau. Der Jörg findet alles, was nicht funktioniert. Genau, das ist richtig. So. Dann, dafür, dass er sich jetzt hier so mühsam aus seiner Box rauskämpfen musste, im wahrsten Sinne des Wortes, werden wir ihm mal... Naja, er hat noch ein bisschen Zeit, bis er jetzt hier zu Start und Ziel kommt. Insgesamt haben wir jetzt noch 5 Minuten. Dann gucken wir doch mal auf Platz 2, da steht nach wie vor Stefan Karnitz und auch der hat, ja, sagt sich, das ist in Ordnung hier mit dem zweiten Platz. Es gibt doch so diese Escape-Regelung, dass man eine gewisse Zeit lang nicht rausfahren darf, oder? Das ist natürlich richtig, wenn er das gemacht hat, wenn das so war, dann dürfte es das für ihn gewesen sein. Allerdings muss er sich auch nicht beklagen, also er hat hier eine Top-Zeit hingelegt und es ist relativ unwahrscheinlich. Also der Alex, dem fehlen über 4 Zehntel, dass er das noch rausfährt. Probieren wird das auf alle Fälle, da bin ich mir sicher. Ja, wenn er nicht gerade seinen Teamkollege von der Strecke schiebt. Genau. So, dann gehen wir nochmal zu Jörg. Der müsste jetzt genau über Start und Ziel kommen. Ja, wir verpassen auch sonst nichts, wenn wir beim Jörg bleiben. Alle anderen, die unterwegs sind, haben keine persönlichen Bestzeiten gefahren bisher. Also da kommt noch nichts, deshalb können wir mal in Ruhe uns die Runde hier vom Jörg anschauen. Genau. Können wir gleich mal schauen, wie so eine Werbetafel vor ihm umfällt oder so. Oder vom Reh über die Straße springt. Das würde mich jetzt nicht so wirklich wundern. Nee, beim Jörg wundert mich irgendwie nichts mehr. Genau. Heißt der mit dem zweiten Namen Murphy oder so? Ja, genau, genau. Nee, ja. Murphy und mit Nachnamen Lore. Genau. Ich meine, er fährt extrem sauber, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu sauber, um
so super schnell zu sein. Ja, ihm fehlt da doch ja fast eine Sekunde hier im zweiten Sektor. So, da wird er sich nicht verbessern. Zehntel zurück, 0,778 ist Robert Straaten auf Platz 4 zurück. Den müsste er kriegen. Ja, aber wenn er noch genug Sprit im Auto hat, also zwei Runden, kriegt er nochmal sicherlich hin. Ja, also es ist sogar so, dass die Reifen in der ersten gezeiteten noch nicht wirklich richtig arbeiten. Also die meisten fahren zwei gezeitete Runden. Ja, und hinten auf Platz 9 hatte Mark Kolosche jetzt eine persönliche Bestzeit im ersten Sektor gefahren. Und er hat auch eine Hundertstel Rückstand auf den Daniel Lange-Hegemann. Ja. Also auch da in dem Bereich ist noch eine Menge Bewegung drin. Aber die Zwischenzeiten, die Sektorzeiten von Daniel Lange-Hegemann muss ich nicht verstehen, oder? Du hast in der ersten Sektor sicherlich mal Blumenpflücken gewesen, ja. Ja, naja, aber trotzdem hinten dann, also war das jetzt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, eine Aufwärmrunde, eine zusätzliche. Wer von unseren Zuschauern auch so ein bisschen Zeiten mitverfolgen möchte, kann das gerne tun. Auf gt3-cup.net gibt es einen Button, also einen Link oben in der Hauptnavigation. Der nennt sich Services GSMF und da gibt es einen Live-View. Und da könnt ihr draufklicken, da kriegt ihr eine Tabelle angezeigt, an der auch wir uns orientieren, so im Groben. So, jetzt schauen wir mal, was passiert hier. Na, ah, nein, reicht nicht. Reicht nicht. 0,9. Das wird hier nichts mehr. Jetzt gucken wir mal nochmal zu Stefan Karnitz. Ja, ich glaube, der muss in der Box bleiben. Der darf nicht mehr raus. Der König, denke ich mal, der hat sich auch soweit. Jetzt schauen wir mal. Alex Rambo sagt auch, okay, auf den Karnitz oder auf die beiden überhaupt habe ich hier heute überhaupt gar keinen Bock. Und außerdem schaffe ich das nicht. Und dann bleibt er da auch stehen. Robert Stratner sollte noch unterwegs sein und glaube, wenn ich das hier richtig sehe, mit einer sehr guten ersten Zwischenzeit. 13. 0,38 Sekunden zurück. 14. Ja, es ist ordentlich, aber es ist nicht seine beste. Und wenn man bedenkt, dass er insgesamt nur 4,5 Zehntel verlieren darf für Platz 3, das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, ja. Achso, er ist ja schon auf. Achso, ja, auf 4 ist er ja, genau. Genau. Ja, nee, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Denk mal, da kommt er jetzt auch in die Box. Ja, erstaunlich wenig Betrieb so kurz vom Ende des Qualifyings, weil wir haben jetzt noch knapp eine Minute. Und ja, Robert Stratner, Jörg Komani und Daniel Lange-Hegemann sind auf der Strecke und das war's auch. Mhm. Ja gut, wir hatten ja auch die Durchsage gemacht, dass die bitte so zum Ende hin einigermaßen schauen sollen, dass sie da ihre Runden beenden. Nicht, dass es hier unliebsame Überraschung ist, da einer mit einer Top-Zeit unterwegs oder dann schaltet der Server um. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das habe ich mir jetzt hier schon auf mein schlaues Büchlein geschrieben. Übrigens sehr, sehr lustig. Ich habe hier wirklich so ein Oktavheft. Das habe ich schon ein paar Jahre. Und wenn man da so mal zurückblättert, unglaublich, unglaublich. Da sind dann so die Vorbereitungen zu diversen 24-Stunden-Rennen, die Orga-Besprechungen, die sind da so festgehalten. Also da kann man dann wirklich mal so, wenn man dann so 70 ist, ne, ist ja nicht mehr lange, kann man dann mal echt so seine Memoiren schreiben. So, dann gucken wir mal auch nochmal auf die 9. Der ist drin, der Daniel. Hier noch ziemlich am Anfang, naja, ungefähr bei der Hälfte. Na ja gut, auch seine Zeit ist jetzt hier nicht dazu angetan, nochmal irgendwas zu reisen. Also da können wir glücklich sein, wo das müssten dann. Ach nee, der Jörg ist noch unterwegs. Ja, aber die ersten beiden Sektoren. Start und Ziel, der schafft das auch nochmal, aber Zeit dürfte nicht. Ist er, nee, ist eine 28, nein, es bleibt bei Platz 5.
So sieht's aus hier momentan. Also da ist nicht allzu viel. Wir sehen einen schönen blauen Himmel haben wir. Großartig. So. Ja, machen wir doch mal die Startaufstellung. Also, auf Platz 1 haben wir einen Andrzej König, gefolgt von Stefan Karnetz. Mal eine sehr ungewöhnliche erste Startreihe, da freue ich mich drauf. Alex Rambo auf 3, Robert Stratner auf der 4, Jörg Komani auf der 5, auf der 6 haben wir den Andreas Oerlich, 7 Mario Schilly, 8 Daniel Lange-Hegemann, 9 Mike Kolosche, und auf der 10 Achim Krause ohne Zeit. Die schmusen schon wieder in der Box. Jetzt stehen sie aber wenigstens nebeneinander. Aber irgendjemand fehlt mir hier. Weil ich habe nämlich jetzt hier auf der 10 beziehungsweise auf der 9 habe ich stehen den Achim Krause. Ja. Da muss irgendeiner rausgefallen sein. Ja, jetzt sehe ich es gerade im Live-View. Springen alle nach vorne bis auf den Platz 6. Wer war vorher auf 6? Andreas Oerlich, glaube. Ja, korrekt, der fehlt. Ja. Ja gut, der kann ja im Warm-Up jetzt zurückkommen, dann sollte ja alles so bleiben, genau, oder? Den kriegen wir wieder dahingestellt. Das soll nicht das Problem sein. Ja, auf 6 war Oerlich und der steht auch in der Liste, also das kriegen wir auf alle Fälle wieder hergestellt. Er muss nur sehen, dass er jetzt in den nächsten 10 Minuten hier reinkommt. Ja, suchen wir uns mal hier eine schöne, genau hier haben wir eine schöne, perfekt. Ja, und da können wir uns ein bisschen über, das ist wahrscheinlich auch einer der Ausblicke, die du vorhin meintest, man kann hier von den Tribünen aus fast die ganze Strecke einsehen. Das ist sicherlich eins der Highlights hier auf diesem Track, wenn man als Zuschauer hier ist. Aber wir sind hier nicht als Zuschauer, sondern wir sind hier als Kommentatoren. Deswegen kommentieren wir jetzt mal so ein bisschen die Meisterschaft. Ich bin vorbereitet, du auch? Ja, ich hab hier vor mir. Ja, ein bisschen Pech, du. Nee, ich hab damit gerechnet. Du hast das zum Glück vorhin einmal kurz erwähnt, dann habe ich natürlich direkt reagiert. Ja, genau. Ja, dann wenn du schon mal reagierst, dann mach mal. Ja, wenn ich nicht so Respekt vorm Alter hätte. Ja, nun. Also, kommen wir mal zum Meisterschaftsstand. Da haben wir ganz überraschend auf Platz 1 den Andrzej König mit 212 Punkten, mit 7 Siegen, 5 Poles, dadurch eben auch 5 Extrapunkte. Das ist schon eindrucksvoll. Direkt dahinter haben wir den Alex Rambo mit 202 Punkten. Das heißt, der muss jetzt mal wieder ein bisschen was gut machen. 10 Punkte ist nicht so viel, aber der Andrzej ist ja auch nicht wirklich langsam. Auch dort 4 Siege und eine Pole. Die beiden haben sich wirklich fast alles untereinander aufgeteilt. Auf der 3 Achim Krause, jetzt heute nur auf der 10, ohne Zeit. Sind wir mal gespannt. Andreas Oerlich, hoffen wir mal, dass er wieder zurückkommt mit 128 Punkten. Direkt gefolgt vom Jörg Komani mit 123 Punkten. Und auf 110 haben wir den Mann, ja, der vorne das Duo gesprengt hat, nämlich den Stefan Karnitz, mit 110 Punkten. Jörg Lang, fehlt der mir heute? Ja, oder der Jörg, der wird wohl wieder zurückkommen in die Meisterschaft, aber der ist schon, hat jetzt schon 2 Renntage ausgesetzt. Und ja, er ist heute nicht dabei. Ja, sehr schade. Der Mirko Wenzel, den haben wir vorhin im Qualifying ein paar Mal gesehen, auf Abwägen, auf der 62, punktgleich mit Thomas Pache, ebenfalls 62. Dahinter Daniel Lange-Hegemann mit 61 und Matthias Leipold mit 56. Da seht ihr mal, wie eng das Ganze zusammen ist. Das heißt, ein gutes Resultat, du kannst dich sofort in der Meisterschaft zwei, drei Plätze nach vorne bewegen. Also ankommen, Punkte sammeln ist hier ganz, ganz wichtig. Genau so sieht's aus. Hans-Peter Maid, auch schon mit 50 Punkten, heute ziemlich weit in der Startaufstellung. Kennst du den Grund? Immer. Ziemlich weit hinten. Immer. Der Hans-Peter steht auf dem Standpunkt, wenn ich von hinten starte, mache ich deutlich mehr Plätze gut, als wenn ich meine Zeiten fahre, stehe irgendwo auf Platz 10 oder 12 rum und mir fahren das Auto krumm. Deswegen, und ich komme nicht, werde auch noch überholt. Also von daher, er hat mit diese Punkte, die er eingefahren hat, hat er tatsächlich immer von hinten eingefahren. Okay. Oder ja, sind wir mal gespannt. Ja.
Der Robert Stratner startet mit Wildcard heute, ne? Richtig, ne? Ja. Wir haben 3 Wildcard-Piloten und werden wir mal gucken, was heute geht. So, was haben wir denn noch so fürs Warm-up? Ja, wie viele Rennen haben wir noch insgesamt? Ja, das ist heute der 7. Lauf, das heißt, wir haben dann noch einen 8., einen 9. und einen 10. Lauf mit jeweils 2 Rennen. Und also sprich, den heute sind es noch insgesamt 8 mal 30 Minuten, die hier gefahren werden müssen. Und dann werden wir mal schauen, was die Herrschaften hier macht. Eigentlich auch ein 4-Stunden-Rennen, das haben wir am Samstag hinter uns gebracht. Ich weiß. Da wollte ich auch noch so ein kleines Sorry an dich loswerden, dass ich nicht die Zeit hatte, da nochmal explizit nachzufragen. Aber wenn ich das in der XML richtig gelesen habe, seid ihr mit einem Motorschaden in der vorletzten Runde raus, ne? Wir nicht. Das Team 1 ist ausgeschieden, eigentlich mit einem Reifenplatzer, der einfach geplatzt ist. Ja. Nicht lange nach einem Boxenstopp, frische Reifen, optimale Temperaturen, hat geplatzt und auf dem Weg dahin hat der Michael Troscher sich dann ein- oder zweimal gedreht, hing dann irgendwann fest und da ist dann beim Versuch, da wieder runterzukommen, der Motor geplatzt. Ah, okay, alles klar. Sehr ärgerlich. Ja, das kann ich mir vorstellen, wobei das ja wirklich ein sehr, sehr geiles Rennen war am Samstag und Ja, ich bin Doppelstint gefahren, also das erste, was ich gemacht habe, bevor ich überhaupt 2 Wörter noch mit meinem Teamkollegen gewechselt habe, bin aufgestanden, habe mir einfach erstmal trockene Sachen angezogen. Ja, wir waren baff erstaunt, dass sich nur ein Fahrzeug in der Eau Rouge zerlegt hat. Wir hatten eigentlich so mit 5-6 gerechnet. Und und hier siehst du es, Hans-Peter Maid hier im Warm-up schon mal schneller als der Maiko Losche. Ja. Im Sektor, im zweiten. Also der kann hier gehen, wenn er will. Und das tut er dann auch. Aber der Hans-Peter ist zum Beispiel auch so einer, wenn er von hinten bedrängt wird, dann lässt er den erstmal grundsätzlich vorbei. Ja, einfach den Stress, den braucht er nicht, den will er nicht. Der will sein Rennen fahren und möglichst weit vorne ankommen, natürlich. Aber, 45.000stel hinter Kolosche. Also von daher kein Problem. Ja, super. Performance hätte er für die Top 10. Aber das ist halt immer so, da tickt er einfach anders und ist auch okay. Also muss man einfach respektieren. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Er soll so fahren, wie er am meisten Spaß hat, weil darum geht es ja in erster Linie. Und wenn das so eine Art ist, solche Rennen zu bestreiten und sich danach dran zu erfreuen, warum nicht? Genau so sieht's aus. So, und hier gibt's gerade dann, ich würde mal tippen. Ach nee, okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob der... Andreas Oehrlich ist wieder da. Das ist schön. Ja, wunderbar. Ich sehe ihn auch gerade, ja. Ja, um nochmal ganz kurz auf Samstag einzugehen, sagst gerade mit diesen wenigen Ausfällen. Letztes Jahr haben wir eine ähnliche Startposition gehabt, der Danny und ich. Waren, glaube ich, auch 15, 16, 17 und wir sind letztendlich, glaube ich, Fünfter geworden, weil wir einfach konstant durchgefahren sind, ohne Fehler und sich die Leute vor uns einfach aussortiert haben. Dieses Jahr sind wir bis auf 8 oder vielleicht 7 vorgekommen, aber bei weitem nicht so profitiert durch Ausfälle. Das war unglaublich. Also ich bin in Doppelstint gefahren. Ich habe diesen Doppelstint, glaube ich, kein einziges Auto gesehen, weil ich konstant nach vorne 20 Sekunden und 15 Sekunden nach hinten hatte. Das hat sich, glaube ich, innerhalb von 3 Sekunden bewegt, in 1,5 Stunden fahren. Also das war irre. Ja. Aber ich war ganz froh drüber. Ich war auch ohne gegnerische Autos nass genug. Ja, die Strecke fordert ziemlich viel, das ist richtig. Ja. Also Spa-Francorchamps. Wir haben es ja von Harald gehört, wir haben ja sehr, sehr viele Details, für mich auch wirklich viele neue Details über die Strecke erfahren, dass diese Eau Rouge halt sich niemand ausgedacht hat. Ich meine, das hätten wir uns denken können, dass sich so ein Wahnsinn keiner ausdenkt, aber er hat es dann halt auch nochmal bestätigt, dass es halt aufgrund der Gegebenheiten der alten Strecke halt einfach nicht anders möglich war und wie das dann alles zusammenhängt und wie die alte Strecke aussah und was auch immer und also grandios. Also es war wirklich sehr, sehr informativ und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also wer da Lust drauf hat, der möge doch
Einfach mal in die Mediathek gehen von Simrace TV. Könnt ihr über einen Link erreichen, extern oder intern included in Simrace TV. Und euch dieses Rennen der GT1 Langstreckenserie in Spa-Francorchamps vom letzten Samstag einfach anschauen. Es ist wirklich sehenswert. So. So, der Yves Mlekos ist hier auch. Haben wir den gar nicht auf dem Zettel gehabt vorher? Doch, doch, den hatte ich vorgelesen, zwischen Platz 11 und 22. Der war also nicht, okay. So. Ich würde ja mal tippen, dass der Achim Krause nicht fahren wird. Wie kommst du drauf? Ja, ich habe da so eine Ahnung. So wie der vorhin über die Strecke geschimpft hat. ja, jetzt hat er eine tolle Zeit hingelegt mit 2 Minuten 37. Also, geht doch. Man muss nur wollen, Achim, man muss nur wollen, genau. Ja. Blödes Navi hat er. Genau, ja. Ja. Ja, das haben wir gestern Abend auch gesagt, bei dem einen Fahrer, bei diesem Mörderrennen. St. Petersburg mit 38 Fahrzeugen in 2 Klassen, LMP und GT. Oh mein Gott. Ja, das war die Hölle. Da ist auch einer rumgegurkt, da haben wir auch gesagt, oh Gott, das Navi ist verstellt. In 100 Metern rechts. Nee, halb rechts. Oder was links? Naja, wie auch immer. So. Okay. So, wir sind soweit. Wir haben ins Rennen geschaltet. Das geht ja hier wie Brezelbacken. Ja, wir haben das Quali da totgequatscht. Also. Ja. So, da unten laufen noch die Zeiten durch. Also König hier mit einer Hammer-Hammer-Zeit. Ja, apropos Quatschen. Ich habe trotzdem gerade mal die Info bekommen. Sollte mal ein Kompliment ausrichten. Das wäre echt klasse hier in dem Livestream. Ah, okay. Kann ich auch mal weitergeben. Ja, danke, danke, gerne. Also ich sehe gerade, Angie König hat in der Hotlap-Liste es auch irgendwie geschafft, eine 25.888 zu fahren. Und Karnitz Bestzeit ist 26.090. Also auch seine, auch wenn er die nochmal gefahren wäre, hätte er heute nicht gereicht. Ach du großer Gott, was ist das denn? Ja, nee, das geht nur gar nicht. Oh, springen die direkt in die Startaufstellung? Ja. Nee, 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 Freunde. Nee, Freunde. Meinte ich nur, das ist auch nicht Rennen. Ja, ja. Ja, das nee, brechen also, wir doch nochmal ab, oder? Ja, das brechen wir nochmal ab. Das ist dummes Zeug. Wir machen mal hier erstmal unser Plakat. Dem Jörg geben wir das Mikro. Ja, solche Sachen können einfach passieren, gerade wenn man hier neue Server einrichtet. Da sind immer so viele Dinge, die man beachten muss. Dann denkt man an alles. Ich hatte aber die Dings rübergespielt. Die Multiplayer und die PLR. So, ich mach mal eben eine Durchsage. So. Okay, ich gehe mal hier kurz einen Channel hoch, damit ich das hier konzentriert machen kann. Und du darfst irgendwas erzählen. Mach ich doch am liebsten.
Ja, der Lutz macht jetzt eben ein bisschen Feintuning am Server, dreht an den richtigen Schrauben, schreibt die richtigen Zahlen an die richtigen Stellen, damit wir gleich ja die übliche Startprozedur erleben werden, sprich aus der Boxengasse in die Startaufstellung fahren, dann nach einer gewissen abgelaufenen Zeit, also die Jungs müssen nicht hetzen, dann geht's in die Einführungsrunde, dann werden die Reifen warm gemacht, die Bremsen warm gemacht, dann wird noch mal kurz alles gecheckt, der Puls geht hoch, dann stellt man sich in die Startaufstellung und dann erfolgt der Start natürlich stehend. Nicht so wie jetzt ein Kaltstart aus der Box, Startaufstellung und los, das wollen wir nicht haben. Aber wie ich den Lutz kenne, ist das Fingerübung relativ schnell erledigt, muss das Ganze nur eben einmal neu starten. Dürfte nicht so lange dauern. Ja, was erwartet uns hier heute? Oschersleben. Jeder wird die Strecke kennen, der ein bisschen Motorsport verfolgt. Gerade ja, DTM fährt hier regelmäßig, die WTCC fährt hier regelmäßig, GT-Klassen fahren hier regelmäßig. Also eine Strecke, die viel frequentiert wird, schön im Osten Deutschlands. Ich war da, wie gesagt, vorhin schon kurz erzählt, beim letzten DTM-Rennen, war erstaunt, dass drumherum eigentlich nichts ist. Viel Land, kleine Dörfer und mittendrin auf einmal dann eine Rennstrecke, wo dann so ein bisschen Infrastruktur drumherum ist. Die Strecke selber hat mich total positiv überrascht. Ich kannte sie auch nur von vielen Runden Simracing. Aber da sitzt man da und hat wirklich 80-85% der Strecke im Blick. Man kann alles sehen im Rennen, super spannend. Man kann verfolgen, wie die Jungs in die erste Kurve einbiegen. Und wenn man da hinten schaut, dann schaut man nach vorne, sieht man, wie sie durch die schnelle Schikane knallen. Und hinten dann, ja, die auf die Gegengrate fliegen. Also, klasse. Ja, das Einzige, was mich persönlich an dieser Strecke so ein bisschen stört, ist ja die erste Kurve. Die haben sie ja mal modifiziert, haben da diesen ja merkwürdigen 90-Grad-Knick reingebaut, um eine Ausbremsmöglichkeit zu schaffen. Weil vorher war es ein relativ schneller Linksknick, der sich dann in die langgezogene rechts ja, mündete. Da konnte man nicht wirklich ausbremsen, da fuhr man hintereinander her. Es ist, ich finde, nicht ganz so glücklich gelungen. Es ist einfach sehr eckig. Man hat dann diese komischen Schweller links und rechts und ja, sieht einfach unrund aus. Aber egal, wenn wir dadurch ein bisschen Action sehen werden, werden wir sicherlich Spaß haben. So, wir sind wieder da. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass das hier alles vernünftig funktioniert. Unglaublich, unglaublich. Sowas könnte ich mich schwarz ärgern, weil ich hab's extra vorher kontrolliert. Also, unglaublich. Manchmal, also, das ist genau die Geschichte wie mit Mirko Wenzel. Mirko Wenzel verlässt den Server und seine Verzeichnisse sind gelöscht. Unglaublich. Ja, du hast gerade über den Kamai gesprochen. Wahrscheinlich hat er zugehört. Und ja, genau. Der hat mir jetzt erstmal hier schnell meine Standard PLR wieder reingespielt. Genau. So, wir gehen mal wieder live auf die Strecke. Ja, wunderbar. Uns hier wieder unser schönes Bild und waren der Dinge, die da jetzt kommen mögen. So, wir gucken, dass hier alle da sind. 20 sind jetzt auf dem Server, fehlen noch zwei. Ach nee, Achim Krause kommt nicht wieder. Doch, er ist doch wieder da. Ha! Moment, jetzt muss ich da mal eben ganz kurz hin. Ja, Lutz muss jetzt nachfragen, weil das ist wichtig für die Startaufstellung. Wenn jetzt einer fehlt, kann er sein Skript nicht so benutzen, sondern es muss dann angepasst werden. Nee, ist alles gut. Achim fährt. Sehr gut, das wollten wir hören. So. 21. Oh, jetzt fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Einer geht noch rein. Er fehlt noch rein. Oder fällt noch rein. Wer fehlt denn da? Ah. Der Jörg.
Weil er ist. Dirk, genau. Dirk. Oh, Dirk ist auf dem Weg. Ja, wunderbar, da kannst du ja gleich direkt losgehen.